Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, wir sind hier, haben wir vorhin noch den Fehler behoben, dass hier alles abgekippt wurde, was ziemlich dumm war, aber jetzt wird sich das Stück für Stück beheben. Dann sollten wir auch alles wieder in Gang setzen, was da Ressourcen benötigt. Das war mal wieder so typisch dumm. Warum habe ich die jetzt nochmal aktiv gehabt? Wie sollte ich einen Überlaufschutz einbauen? Warte mal. Habe ich denn noch einen Überlaufschutz drin? Nee, ne? Also, aber ich sollte die 2 Sekunden sollte ich schaffen können. Also wenn ich das und das abbaue. Das muss auch weg. Und dann schnell ein. Das ist flach, glaube ich. Ne, U-förmig. Wir setzen Priorität hier und Priorität dort. Weil dann läuft alles wieder hier rein, ne? Das ist sozusagen das Ziel. Aber ich will jetzt auch nicht dauernd das hier blockieren, automatisch. Sondern ich will halt, dass der übernimmt, sobald einfach es zu viel wird. Ich tue das hier auch verbessern auf Stufe 3. Und jetzt sollten wir sehen können, dass er das jetzt hier überschaltet. Genau. Aber das Ziel ist sozusagen, dass hier einfach eine größere Durchfahrleistung ist, wie wir aktuell brauchen. Dass sonst jederzeit es auch erhöht werden könnte. Gut, wir haben 25 Mitarbeiter. Unser Schiff ist ja auch ready noch. Bedeutet, das würde ich jetzt gerne nochmal auf ein bisschen Adventure schicken. Was hatten wir hier? Das war ein Quarzbergwerk. Da soll sich mal kurz darum kümmern, bitte. Los, Kampfschiff! Wuhu! Da haben wir unsere ersten hohen Gebäude sogar. Genau. 100% aktiv, 50. Ah ne, weil wir da kriegen wir nur 50% Einigkeit, da kriegen wir 100% Einigkeit. Aber dadurch, dass wir Möbel haben, ist das gar kein Problem. Cool. Ich verstehe noch nicht, warum hier so Bäume sind. Gut. Die Mine sollte jetzt auch... es dauert leider noch ein bisschen, bis die wirklich das Ganze abgekommen hat. Was haben wir denn eigentlich hingekippt? Schlacke. Hoppala. Da ist Schlacke gelandet. Okay. Auch nicht schlecht. Der Mine hier vorne geht's ganz gut, wie es ausschaut. Aber wir kommen hier auf jeden Fall langsam Stück für Stück durch. Es wird halt ewig dauern, aber... Die Kollegen verkippen das nach hier unten. So. Nicht schlecht. Kann ich die noch woanders hinschicken? Nee, du bist nicht genug Kraftstoff. Okay. Jetzt haben wir hier hinten noch einen Kalksteinbruch und einfach einen Feind. Hier haben wir noch eine Ölbohrinsel und eine Kohlemine. Ich werde jetzt den Strang erforschen noch. Dann den hier und dann gehen wir noch nach hier außen. Ich glaube, dann haben wir fast jeden Strang erforscht. Hier haben wir jetzt die Schräge auch fertig. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber man sieht, es wird immer mehr Fläche schon hergestellt. Erde, Alter, wie viel Erde? Ich muss überlegen, das ist ja alles nur Erde, was wir... Es ist... Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, aber es ist so viel Erde eigentlich schon. Aber alles für einen guten Zweck, was wir hier machen, ist... für zukünftige Arbeitsprozesse praktisch. Würde interessieren, ist hier drunter was? Wenn wir jetzt hier auf Ebenen gehen. Nope. Hier drunter, sagt er, befindet sich kein Ohr. Okay. Die Kupfermine arbeitet sich durch oder hat sie schon wieder keinen Auftrag? Ne, wir haben bloß wieder zu viel Kupfer. Wie, wir haben zu viel Kupfer? Hä? Ne, keiner verfährt die Erde wieder. Ich hätte gern wenigstens ein LKW dafür zugewiesen fürs erste Mal. Exportroute. Ja, das ist alles nach da hinten halt. Und dann können sie nicht alle schon wegfahren und jetzt nehmen. Du musst denen echt die Exportroute geben. Dann fahren sie es. Okay.
Dann kann ich ja eh das jetzt hier auch wieder normal stellen. Okay, Fehler gefunden. Sobald du es nicht öffentlich machst, musst du ihm eine Exportroute geben. Got it. Wir hatten hier letztes Mal gleich das Problem, dass die Produktion nicht durchgelaufen ist. Aber jetzt schaut das ja ganz gut aus, beziehungsweise schaut sogar so aus, als ob wir auf Lager produzieren diesmal. Also ich würde auf jeden Fall gerne schauen, dass wir... sobald wie möglich hier Teile erneuern können, überarbeiten. Das haben wir jetzt ein Doppel und jetzt sollte ja hoffentlich der Verbrauch auch groß genug sein, oder? Ah, wir haben hier noch das Kalkproblem. Da war das noch. Da war das Kalkproblem. Gut, und ich gebe jetzt hier trotzdem noch eine Verkippaufgabe. So, Standort erkundet, du bist zurück. Ich kann dich gleich wieder losschicken, perfekt. Dann bitte erkundige das zuerst mal. Aber es geht gut voran, das ist also... Ich glaube, das sage ich fast jedes Mal, aber wir gehen und kommen halt echt gut voran. Ich bin immer noch erstaunt über die Massen, die wir hier eigentlich verfahren gerade. Ich überlege, wie man anfängt und man sich um so eine Mini-Mine schon freut, wenn sie funktioniert. Wir reden hier davon, dass wir uns so einen Berg graben und das Ganze einfach irgendwo verkippen anfangen. Oh, wir haben keinen Kohle. Oh, das ist nicht gut. Leute, das ist nicht gut. So. Das geht noch. So, jetzt sollte Kohle dann wieder fließen anfangen langsam. In die Exportrouten. Die haben noch Kohle, das ist super. Wie schaut's hier aus? Das war aber knapp. Haben wir jetzt gerade... Hä? Haben wir gerade mehr freigeschaltet? Ich habe hier gekämpft und ich hatte doch eigentlich nur hier den Kalksteinbruch. Jetzt sehe ich hier hinten noch ein Ziel. Und hier ein Quarzbergwerk. Also schalten solche Sachen neue Routen auch frei, oder wie? Hä? Interesting. Das heißt, ihr kriegt Stufe 2 Produktion. Ich will nicht, dass unbedingt dauernd, wenn wir es nicht brauchen, müssen wir nicht alle betreiben. Oder die kriegen halt eine Reihenfolge. Zuschaltbare Energiegewinnung. Da sieht man auch, dass zwischendurch einfach die Generatoren irgendwann auch loslegen können. Aber ansonsten funktioniert das grundsätzlich recht gut. Es ist halt immer noch so, selbst so, wenn wir davon reden, Wasser aufzuheizen, mit einem Generator können wir 15 Megawatt aktuell produzieren. Und wenn wir das dann anschauen, er braucht 8 Megawatt. Das ist halt doch mehr. Und das ist ja nur die Hälfte gleich, die wir brauchen. Naja, schon. Wir brauchen 48. Der macht nur 24, oder wir brauchen 16, oder wir brauchen ein Megawatt mehr, wie wir hier produzieren. Das ist ja komplett dumm. Ist eher was für, wo du jetzt nicht unbedingt wirklich hinfahren möchtest. So, jetzt sammelt sich aber hier die Kohle und es geht auch Stück für Stück voran. Das ist super. Die Frage ist, ob man nicht den Teil hiervon mit einem großen zwei große Bagger und zwei
großen Transportern ersetzt. Ich glaube, das brauchen wir nicht unbedingt. Weil ich glaube, damit werden wir sogar mehr Vorteile uns bringen, als jetzt, wie wir sie jetzt haben. Aber gut. Wir wollten eigentlich ich wollte die Goldproduktion langsam designen anfangen. Wir haben auch angefangen, aber wir haben noch nicht das kleine Problem mit dem giftigen Schlamm gelöst. Genau, giftiger Schlamm. So. Giftiger Schlamm geht hier rein, 108. Wir produzieren hier jeweils 27. Also 54, also 108, das ist wieder genau. Also, die haben es schon so gemacht, dass wirklich haargenau alles aufeinander abgestimmt werden kann. Flip. So, bedeutet, ich bin jetzt trotzdem beides hier an. Wenn ich eine Route mal upgrade, habe ich die andere noch. Braucht irgendeine Reihe von denen Wasser? Nee, ne? Rauskommen tut dann hier nur Schlacke und Wasser. Sohle brauche ich als Zugriff. Bedeutet, ich muss halt auch dieses Filtermaterial produzieren. Und dafür brauche ich einen Mischer. Jetzt wieder. Brechsand mache ich auch aus Kies, oder? War es nicht so, dass Brechsand aus Kies passiert? Genau. Ich brauche beim großen Mischer. Dann würde ich gerne mit dem Großen arbeiten. Wir müssen Filtermaterial produzieren. Das machen wir mit Brechsand. Gut. Zuführen müssen wir nur Kohle. Kohle sollte kein Problem sein, weil Kohle müsste eigentlich auf dem Band liegen. Oder ist zur Abwechslung mal wieder eine Ressource, die ich nicht draufgelegt habe? Da läuft Kohle. Da läuft Kohle. Das müsste das Kohleband sein. Wir machen uns trotzdem Zwischenlager. Ich glaube, das ist einfach schlau. Schlacke müssen wir da zum Abtransport bringen, genauso wie das Wasser. Bedeutet, wir machen. Medizinische Produktion 2. Okay. Wir machen ein Schüttgutlager 2. Innen hin und ein Schüttgutlager 3. Ihr werdet gleich verstehen, wieso. Weil das ist ja sozusagen dann der Kies.
Und das hier ist Kohle. Kohle geht ja direkt in den Ausgang. Im Gegensatz muss der Brecher... Wo waren diese Brecher wieder? Wenn ich den immer mal finden würde, wäre es auch besser. Warte mal, so. Brecher, Brecher groß. Warte mal, ich krieg Gestein, ne? Ich krieg gar keinen Kies. Und das sind die großen... Oh Gottes Willen! Wie viel Kies brauche ich? 48. Nimmt leider keine zu kleine Schlacke an, das wäre praktisch. Produziert hier das Doppelte wieder. Okay, wir werden es mit den Großen machen. Am schlauesten ist wahrscheinlich... Wir machen hier einen... U-förmig rein. Und du kommst so zurück. Dann muss das eine Gesteinslager werden. Und das versetzen wir beste Weise. Nach hier vorne. Dann tun wir das nochmal weg. Tun das gesamt ausschneiden. Ah, das ist doch nervig. Wenn ich einen hin tue, verbinden sie sich. Das ist das Problem. Schau an. Und dann machen wir hier vorne noch Kohle hin. Wenn man das jetzt gleich hier kommt, fürs Gold ein großes hin. Das ist einfach der Kohlezugang. Dann kann ich es auch so machen. Oh. Wo können wir es hin?
Gut, okay. Die Sache ist, ich muss ja sozusagen Sohle wieder reinbringen. Wie viel Wasser bringe ich denn hier raus? 36 Wasser. Ich muss ja wieder Sohle machen, ne? Dafür brauche ich wahrscheinlich wieder einen Mischer, oder? Sand mit Wasser, ja. Dann mache ich mit 24 Wasser und 24 Salz, 48 Salzwasser. Super. Jetzt sage ich hier, ich will Salz und Saline herstellen. Super. Muss ich hier nur noch ein Schüttgutlager dafür hinstellen. Passende Größe. Oh, wir tun dich... nach da drüben kopieren. Selbe Höhe. Und danach kommen die outgoing Sachen. Ja, das wird eine bisschen größere Anlage jetzt. So. Ich würde das gerne so machen, dass wir hier schon einen Ausgleich einbauen. Priorität hier. Und dann eine zweite Rohrleitung hier so. Ich glaube, wir hätten das natürlich einiges besser nutzen können, aber ich finde es gerade irgendwie, schaut ganz cool aus. Das wird Wasser beinhalten. Das bei der Hälfte bitte geleert werden soll mit einer Prio 4. Das wird Schlacke enthalten. Die muss auch verfahren werden. Prio 4. Hier muss Salz rein. Bitte immer schauen, dass es halt voll ist, das Ding. Das wird Gestein natürlich auch füllen. Und hier muss dann Golderz rankommen. Wait, ich bin verwirrt, was habe ich denn hier gebaut? Achso. Jetzt habe ich gedacht, das gehört eigentlich alles zusammen. Und denke mir so, warum ist denn hier ein Teiler? Und warum... Hä? Rein theoretisch wäre es nicht schlauer. Schauen wir mal, warte mal. Kann ich dich ausschneiden? Ich vermute mal, das geht nicht, weil ich euch beide ausschneiden muss. Nein. Ausschneiden ist nicht eine gefährliche Sache. So, dann... Dann kann ich dich um eins kürzen. Rein theoretisch alles. Ausschneiden. Um eins vorkürzen. Du kriegst hier die Verbindung hin. Cool. Dann wird die Produktion hier rein theoretisch fast schon ready to go.
Aber wo muss die Kohle rein? Ja, genau, das sollte das Kohlezwischenlager werden, was nicht berührt werden kann. Das ist die Kohleproduktion. Die Goldproduktion. Die tun wir erzeugen. Neue Blaupause. Wir nennen das jetzt Goldie One einfach. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir Goldie One an das System anbauen, vorschieben, dass es an seinen Platz kommt. Und dann schauen, dass die Produktion anläuft und wir bald die erste Goldmine fahren. Also Leute, ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.